Hi everyone, my name is Kirill Biskaravainy. I'm co-founder of popular science magazine Kunst and a curator of the exhibition Data Control Center. Actually, I am in the exhibition right now, and today is the final day of this exhibition about digital rights, about privacy, about cybersecurity, and about media literacy as well. So today we have a special event. It's our final event in the series where we will talk about ethics and algorithms. Are they fair or discriminatory? And I would like to say that this exhibition and this series of events is created and initiated by Goethe Institute in Ukraine. So I'm today not alone. I'm today with Markus Bekedal, who is the founder of netzpolitik.org, a website that talks about digital rights. And he's also a co-founder of Republika Festival. It's one of the most renowned festivals and one of the largest festivals in Europe that talks about digital society. So we'll talk today with Markus about ethics and algorithms and about the different topics that we touched during this exhibition. But first of all, some final remarks. I would like to say that we will be bilingual today because Markus will be speaking in German and I will be moderating in English, but you can answer in any you can ask questions in any language behind in the comment section in those streams. I will read them out loud to Markus during our presentation. And first of all, before we start, let's see a short video about Data Control Center, how the exhibition turned out, and what artifacts and what digital games we had during this exhibition. So enjoy this short video that we've prepared for you. Okay, I guess it's still loading. While it's still loading, maybe we still have the video, but before it's loading, Markus, I would like to for you to say a couple of words. So my first question to warm up for you would be, how did you get interested in the topics of digital society and digital freedoms? And when did you get interested in them at the first place? Can you hear the Markus? Okay, Markus, unfortunately we have some. Okay, it's very ironic because during presentation about algorithms and tech, we have tech problems. Unfortunately, at least I can't hear you, but I will ask our the people who help out whether they can hear you. But either way, let's either put the video about the our exhibition or... Can we do that right now? Okay, Markus, we can hear you right now. We fixed it. Thanks, the technology works again. So could you please repeat the I can repeat the question. So when did you get interested in the topics of digital society and digital rights? Verbindung zwischen Politik und Internet total faszinierend, auch weil sich damals kaum jemand um diese ganzen Fragen gekümmert hat, die jetzt heute für uns alle so relevant sind. Thank you so much. So now I guess we can proceed with your presentation. I know that you prepared some small entry comments. Let's hear it out and then we'll start our Q&A. Session. So, ihr müsst jetzt die Präsentation starten. Okay.
Can you share your okay, yeah, we can see it. Ah. Great, thanks so much. Okay. Ich zeige immer mit dem Finger auf, wenn die nächste Folie gemacht werden sollte. Dann jetzt nämlich die nächste Folie. Ja, next slide. Das liegt daran, dass die Präsentation in der Ukraine gerade liegt und von dort geschaltet wird, aus technischen Gründen. So, nochmal die nächste Slide. Wenn man über künstliche Intelligenz redet, dann hat man viele Vorstellungen von früher im Kopf. Eine der ersten popkulturellen Herangehensweisen war beispielsweise 2001, der berühmte Film von Stanley Kubrick, wo eine künstliche Intelligenz namens Dave mit Menschen kommunizierte. So, nächste Folie. Allerdings algorithmische Entscheidungssysteme, das kann man vielleicht nochmal abspielen, das ist ein animiertes GIF. Algorithmische Entscheidungssysteme gibt es schon so lange, wie es Computer gibt. Das sind eigentlich, müsste man jetzt die Bewegung sehen, das sind Sortieralgorithmen aus der Informatik. Das sind einfach Algorithmen, die, sagen wir mal, relativ harmlos waren damals, zumindest nicht zu gesellschaftlichen Fragestellungen geführt haben. So, jetzt nächste Folie. Ein großer Film, der wiederum auch unsere Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz geprägt hat, war dann Terminator 1, 2, 3, 4, wo eine künstliche Intelligenz aus der Zukunft kommt, um die Menschheit zu vernichten. Seitdem hat man häufig ein negatives Image von sogenannter künstlicher Intelligenz. Das trifft auch teilweise zu, wenn man sich Debatten um autonome Waffensysteme anschaut. Dann besteht tatsächlich die Gefahr, dass solche Dystopien wie Terminator real werden könnten. Aber auf diese Debatte möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich möchte eher darüber sprechen, wie Algorithmen unser normales Leben beeinflussen. Und jetzt nächste Folie. Das ist der Alltag. Computer wählen aus riesigen Datenmengen etwas aus und mit Hilfe von verschiedenen Technologien, wie beispielsweise Machine Learning, versuchen Computer Realität zu verstehen. Hier sieht man Bilder, die einen Computer relativ verwirren, weil die Frage ist immer, was ist jetzt ein Cookie und was ist ein Hund? Ein Chihuahua, glaube ich, in diesem Fall. Also künstliche Intelligenz ist noch nicht so gut, wie wir meinen. Es gibt da auch schöne Beispiele für. Eines der bekanntesten, jetzt nächste Folie, war ein Problem, was auf Basis eines Datensets von Google auftauchte. Und zwar hat eine Person mit schwarzer Hautfarbe irgendwann mal den Google-Algorithmus zur Sortierung von Bildern über die eigene Bilderdatenbank laufen lassen und stellte fest, dass viele seiner schwarzen Freunde auf einmal als Gorillas einsortiert worden waren. Automatisiert von einem Computer. Das ist später sehr genau analysiert worden und der Grund dafür war, dass die Google-Entwicklerinnen diese Bilderdatenbank vor allen Dingen mit ihren Bildern trainiert hatten und diese Bilder bestanden vor allen Dingen aus Bildern von weißen Menschen, weißen Freunden, Bekannten, Familie, wenig Schwarze waren dabei, allerdings auch Bilder von Gorillas im Zoo. Und diese künstliche Intelligenz dahinter hat dann einfach gedacht, Menschen, die nicht weißer Hautfarbe sind, die sind am einfachsten zu einem Gorilla zu sortieren. Das zeigte schon sehr früh, vor 3 oder 4 Jahren, dass wir ein Problem mit Datenbasis haben. Ein anderes Beispiel für algorithmische Entscheidungssysteme ist Krankenhaussoftware. Krankenhaussoftware ist im Moment vielleicht so ein bisschen mehr in die öffentliche Wahrnehmung gekommen, wo mehr Menschen durch Corona davon betroffen sind, vielleicht in ein Krankenhaus zu kommen. Und stellen wir uns mal vor, Sie haben ein Herzproblem und kommen in ein Krankenhaus und am Schalter im Krankenhaus wird erstmal entschieden, welche Behandlung Sie bekommen. Und dafür gibt es mittlerweile auch Software. Und die Frage ist halt, nach welchen Kriterien bewertet eigentlich eine Software, welche Behandlung sie bekommen? Liegt das jetzt daran oder wird bewertet sozusagen, ob der Arzt schon eine gute Statistik in diesem Monat hat
für seine Tätigkeiten und Sie haben vielleicht einen schweren Verlauf und wenn der Arzt Sie jetzt behandelt, dann wird seine Statistik schlechter oder wird entschieden anhand von Ihrer Krankenversicherung, wo Sie hinkommen oder gibt es andere Parameter, die dafür sorgen, ob Sie jetzt eine gute Behandlung bekommen oder eine schlechte Behandlung. Das Problem hierbei ist, keiner weiß, wie diese Krankenhaussoftware genau entscheidet, weil dahinter eine Blackbox sitzt, die der Hersteller meistens in Verbindung mit den Krankenhäusern so konfiguriert hat. Und wir sind sozusagen die Opfer, die danach behandelt werden. Nächste Folie. Eine Folie weiter, bitte. Das war gerade die Krankenhaussoftware. Ein anderes Beispiel, was in Deutschland schon sehr lange diskutiert wurde unter dem Begriff Scoring, ist die sogenannte Kreditwürdigkeit. Sehr vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wenn man zu einer Bank geht und vielleicht tatsächlich genug Geld hat, genug Absicherung hat für einen Kredit, dass da noch andere Parameter mit einberechnet werden, wie beispielsweise, ob Ihre Nachbarn, die Sie noch nie getroffen haben, die rein zufällig auch nur irgendwo in Ihrem Haus wohnen oder ein Haus weiter wohnen, ob die Ihre Rechnungen bezahlt haben oder nicht. Und wenn Sie Nachbarn haben, die Sie halt noch nie getroffen haben und die zahlen Ihre Rechnung nicht, kann das dazu führen, dass Ihre Kreditwürdigkeit bei Ihrer Bank schlechter bewertet wird und Sie keinen Kredit bekommen, obwohl Sie eigentlich alle Voraussetzungen haben. Das ist ein internationales Problem. Nächste Folie. In den USA gibt es auch schon Recherchen, die dahin gehen, dass halt Menschen eine höhere Gebühr für Autosteuern zahlen müssen, je nachdem, in welchem Viertel sie leben. Nächstes Beispiel, ein anderes Problem im täglichen Verkauf, die Folie bitte. Im täglichen Onlinehandel ist beispielsweise Preisdiskriminierung durch Dynamic Pricing. Plattformen wie Amazon haben eine ganze Menge Kriterien, nach denen sie Preise dynamisch festlegen. Wenn Sie an einem Tag zu einer bestimmten Uhrzeit auf Amazon gehen, sich für ein Produkt entscheiden, kann es sein, dass eine Stunde später oder einen Tag später ein ganz anderer Preis sichtbar wird. Es kann auch Unterschiede geben, wenn Sie beispielsweise mit einem Apple-Computer zu Amazon gehen und Apple denkt, naja, wenn Sie sich einen Apple-Computer leisten können, dann haben Sie wahrscheinlich mehr Geld, als wenn Sie mit einem Windows-Rechner darauf zugreifen. Und hier zeigt sich ein weiteres Problem. Diese Preisdiskriminierung ist nicht sichtbar und führt dazu, dass die einen mehr bezahlen müssen und die anderen weniger und wir keinerlei Marktmechanismen, Kontrollmechanismen haben, dagegen vorzugehen. Nächste Folie, das ist ein kurzes Video, eigentlich nur zur Auflockerung gedacht, aber kann man auch mal weitergehen. Nächste Folie. Und nochmal die nächste Folie. Ich komme zum zweiten Punkt. Ich bin groß geworden mit Computern. Seit ich klein bin, möchte ich eigentlich mit Computern sprechen. Mittlerweile gibt es diese Technologien, aber jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen, weil, nächste Folie, wir wissen gar nicht, ob wir diesen Geräten überhaupt noch vertrauen können, die mit uns sprechen wollen, wie hier Siri von Apple oder andere Sachen wie Amazon Alexa, weil wir wissen unter anderem durch die Snowden-Enthüllungen, also Edward Snowden hat offengelegt, dass Geheimdienste weltweit gerne in sämtliche Rechte reinhacken wollen würden, dass sie das auch tun, dass sie alles überwachen und vor allen Dingen amerikanische Unternehmen verpflichtet sind, mit amerikanischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten und denen Zugriff zu geben auf alle Nutzerdaten. Mit anderen Worten, wenn ich in Deutschland jetzt solche Geräte nutze, muss ich damit rechnen können, dass möglicherweise, wenn ich ein Bedrohungspotenzial für die nationale Sicherheit der USA bin, und das bin ich beispielsweise möglicherweise, weil ich als investigativer Journalist in diesem Bereich arbeite, dass alles mitgehört werden kann, was ich meinem Computer erzähle. Nächstes Beispiel. Und das wirft viele Fragen auf. Amazon Alexa ist gerade sehr populär. Ich kann auch nachvollziehen, warum man sich so ein Ding zu Hause hinstellt. Man muss endlich nicht mehr irgendwie Tastatur bedienen. Man muss sich mit seinem Handy rumspielen. Man kann einfach Sprachbefehle geben. Aber ich stelle mir sowas bei mir zu Hause nicht rein, weil ich stelle mir viele Fragen, die damit verbunden sind. Wo liegen eigentlich die Daten,
die Amazon speichert, wenn ich mit Amazon rede. Liegen die auf deutschen Servern, liegen die auf amerikanischen Servern? Selbst wenn sie auf deutschen Servern liegen, können amerikanische Geheimdienste darauf noch zugreifen? Kann die deutsche Polizei darauf zugreifen? Wie sicher ist das alles? Wird das auch für immer mal gespeichert werden, auch wenn Alexa mithört, wenn ich mal aus Versehen Alexa aktiviere, wenn ich zum Beispiel in meinem Schlafzimmer bin und intime Gespräche führe oder nicht? Das sind alles Fragestellungen, wo die Unternehmen nur sagen, vertraut uns, wir haben alles unter Kontrolle, deine Privatsphäre ist uns wichtig. Nächste Folie. Dabei wissen wir mittlerweile, dass wir diesen Unternehmen nicht vertrauen können. Sei es Amazon, sei es Google, die haben alle ihre Kunden angelogen, indem sie gesagt haben, keine Panik, wir stellen euch zwar Wanzen bei euch zu Hause hin, aber da hört schon keiner mit, wenn die im Schlafzimmer stehen. Allerdings haben viele journalistische Recherchen herausgefunden, dass dem nicht so ist, weil hier auch die Unternehmen einmal gelogen haben, aber andererseits auch zuhören müssen und die ganzen Sachen auswerten müssen, weil diese künstliche Intelligenz, die uns zuhört und unsere Sprachbefehle entgegennimmt, die ist noch nicht ausgereift. Das heißt, irgendwo sitzen Menschen in Callcentern und hören sich den ganzen Tag an, was man mit Alexa und mit Hey Google gesprochen hat, um das auszuwerten, um diese Algorithmen dahinter weiter zu trainieren. Und das ist ein ziemliches Problem, weil, wie gesagt, die Unternehmen sagen, vertraut uns, sie haben mal bewiesen, sie haben uns angelogen und deswegen stelle ich mir sowas nicht in mein Zimmer. Nächste Folie. Das beste Beispiel, wie man sich schützen kann und dass man sich vielleicht auch schützen könnte, kommt hier von Mark Zuckerberg, dem Gründer von Facebook. Der hat mal für ein Promo-Bild für Instagram zufälligerweise seinen Rechner im Hintergrund laufen lassen und dort war eine Kameraabdeckung zu sehen, die ich jedem empfehlen kann. Kameraabdeckungen haben sich auch mittlerweile durchgesetzt. Damit kann man verhindern, dass einfach so die Kamera remote eingeschaltet wird. Aber was ich ganz faszinierend an diesem Bild noch fand, mit Gaffertape, mit Klebeband, war auch noch das Mikrofon links unten quasi abgesperrt. Und dadurch wurde verhindert, dass jemand das Mikrofon einschalten kann. Also wenn schon jemand wie Mark Zuckerberg sich schützt, der immer allen sagt, keine Panik, Privatsphäre ist nicht mehr wichtig, aber seine Privatsphäre ist ihm selbst wichtig, dann sollten wir auch an unsere eigene Privatsphäre denken. Nächste Folie, bitte. Und die nächste Folie. Ich bringe mal Katzenbilder rein, um so ein bisschen diese ganzen düsteren Themen aufzulockern. Danke. Das ist Mario Sixtus, ein deutscher Journalist, der mal eine schöne Dokumentation darüber gemacht hat oder eine Mockumentary. Was wäre denn, wenn alle mit Brillen rumlaufen würden, wo Kameras eingebaut sind. Auch das ist etwas, was ich mir eigentlich von klein auf gewünscht habe. Ich bin selbst Brillenträger. Vielleicht hätte ich auch ganz gern manchmal so eine Kamera hier eingebaut, wenn ich Menschen treffe. Nicht immer weiß ich, ob, wenn ich jetzt mit jemandem auf einer Party rede, ob das nicht ein Idiot ist, was ich aber erst 10 Minuten später feststelle, oder ich bin auf einer Veranstaltung und würde gern wissen, wer ist, mit wem es sich lohnt, die Person mal kennenzulernen. Aber auch hier haben wir wieder ein ethisches Problem. Ich möchte diese Kamera selbst nutzen auf meiner Brille, aber ich möchte nicht, dass andere diese Brille nutzen, um mich zu identifizieren, weil ich möchte auch gerne öfters mal privat, anonym unterwegs sein, ohne dass mich Menschen oder Maschinen automatisiert erkennen können. Und diese Technologie, nächste Folie bitte, ist mittlerweile relativ ausgereift. Hier sehen wir die Entwicklung. Das fing in etwa 1980 an. Das ist ein Informatiker namens Steve Mann, der diese Entwicklung in den 80er, 90er vorangetrieben hat. Man sieht irgendwie, früher war es noch sehr aufwendig. Und jetzt nächste Folie. Mittlerweile sehen diese Kameras in Brillen so aus. Das sind berühmte deutsche Politiker, die gerne mal auf irgendwelchen Industriemessen solche Brillen tragen, um ja, uns schöne Fotos zu liefern. In der Realität sehen die Bilder, Kameras, aber jetzt nächste Folie, so aus. Also sie werden immer stylischer, sie werden auch immer verbreiteter und damit bekommen wir ein ziemliches Problem. Damit verbunden ist halt auch, nächste Folie, dass es immer mehr Suchmaschinen, wie in diesem Fall PimEyes gibt,
die einfach im Internet alle frei zugänglichen Bilder einfach zusammenkopieren und damit eine künstliche Intelligenz trainieren, die dann wiederum Menschen automatisiert erkennen kann. Wir haben bei netzpolitik.org in diesem Jahr sehr lange dem polnischen Startup PimEyes hinterher recherchiert, was der Meinung war, sie haben 1 Milliarde Bilder. Und die haben aber auch eine sehr gute Suchmaschine gehabt, die aber nicht kompatibel mit unseren europäischen Datenschutzgesetzen war. Aber, nächste Folie, man konnte da Bilder hochladen und automatisiert wurde erkannt, wer die Person ist. Und das ist ein ziemliches Problem für unsere Privatsphäre. Wir konnten, nächste Folie, unsere Journalisten, die es recherchiert haben, konnten sich anhand von diesen Fotos auch selbst finden, überall im Netz. Und mittlerweile hat das Unternehmen die Europäische Union verlassen, ist auf irgendeine Südseeinsel, glaube ich, umgezogen, um Datenschutzgesetzen zu entfliehen. Aber die Technologien sind immer noch da. Und da, nächste Folie, haben wir da die Frage, wie gehen wir damit um, dass solche Technologien da sind? Wie können wir uns selbst dagegen schützen? Weil auch wenn solche Anwendungen verboten sind, sie sind frei zugänglich, im Netz erhältlich. Man kann sich diese Überwachungstechnologien auch über Amazon, eBay bestellen, damit rumlaufen. Und vor allen Dingen die Kunst hat hier in den letzten Jahren verschiedene Herangehensweisen rausgefunden oder getestet. Man kann sich beispielsweise Brillen mit LEDs machen und damit diese künstliche Intelligenzen, diese algorithmischen Entscheidungssysteme verwirren. Aber als Brillendringer kann ich sagen, das würde ich niemals so anziehen. Da würde ich mich nicht auf die Straße trauen und Fahrrad fahren, nur um meine Anonymität zu schützen. Da hätte ich viel zu viel Angst vor, dass irgendwas schief geht wegen den LEDs. Nächstes Bild. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel, um Videoüberwachung zu umgehen, um diese Systeme zu umgehen, bestimmte Stoffe tragen, die wiederum diese künstlichen Intelligenzen verhindert oder behindert. Allerdings ist das auch kulturell nicht in allen, ja, in allen Bezirken, in allen Kreisen anerkannt, dass man mit einem Umhang rumläuft. Deswegen ist das leider auch nicht so ganz zu empfehlen. Nächste Folie. Man kann sich aber natürlich auch schminken. Je nachdem, wie man sich schminkt, kann man auch gängige Überwachungskamerasysteme umgehen. Aber auch hier hat man das Problem, wenn man sich falsch schminkt, sieht es einfach nur blöd aus und man ist trotzdem nicht geschützt. Man kann aber auch, nächste Folie, bestimmten Schmuck tragen. Das steht aber auch nicht jedem. Ich würde sowas auch nicht tragen. Oder aber das Wundermittel, nächste Folie, dieser Saison ist, Masken tragen hilft im Moment noch sehr gut, das Problem zu umgehen. Man kann dabei auch andere Menschen schützen in einer Corona-Pandemie. Man kann seine eigenen Rechte schützen, indem man gegen Videoüberwachung ein wirksames Mittel hat. Aber eigentlich müssten, nächste Folie, diese Technologien verboten werden, und zwar klarer verboten werden, als es Datenschutzgesetze im Moment tun. Ich würde mich freuen darüber, wenn Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zur Massenüberwachung in der Europäischen Union überall verboten werden würde, weil das ist eine Risikotechnologie, die einfach unsere Anonymität und Privatsphäre im öffentlichen Raum für immer gefährdet. Nächste Folie. Das einzige Problem dabei ist, sollten wir jetzt einfach nur Gesichtserkennung verhindern, lösen wir leider nicht das Problem, weil die nächste Generation der Überwachungstechnologien ist schon da und kann uns an unserem Gang erkennen. Und da haben wir noch eine ziemliche Herausforderung, wie wir uns dagegen schützen können. Man kann natürlich versuchen, anders zu laufen, aber es ist äußerst schwierig, jeden Tag anders zu laufen, als man normalerweise läuft, nur um zu versuchen, diesen Systemen zu umgehen. Nächste Folie. Ich komme zum vierten Teil und wieder die nächste Folie. Ja, danke. Eine Folie zurück, bitte. Das ist ein öffentlicher Raum. In diesem Fall ist das eine berühmte Straße in Berlin, wo Großdemonstrationen stattfinden. Hier waren 240.000 Menschen auf der Straße, um vor 2 Jahren für Grundrechte zu demonstrieren. Und das ist auch gut so und es ist erlaubt. Das haben unsere Vorfahren für uns erstritten, dass wir das Recht auf Versammlungsfreiheit haben, dass wir das Grundrecht auf Meinungsfreiheit haben und gemeinsam in Deutschland zumindest für unsere Rechte auf die Straße gehen können und demonstrieren können. Nächste Folie.
Und das ist ein klassisches Einkaufszentrum. Ein Einkaufszentrum ist ein privates Unternehmen, was einseitig die Regeln festlegt in allgemeinen Geschäftsbedingungen und wo man nicht einfach mal eine Demonstration stattfinden lassen kann, weil es kein öffentlicher Raum ist, sondern privater Raum. Ich sage das deshalb, weil nächste Folie, wie uns das Internet in den 90ern vor allen Dingen als öffentlichen Raum vorgestellt haben, wo wir ein offenes Netz haben, wo Freiheit eingebaut ist, wo wir alle gleichberechtigt sind. Und die Realität im heutigen Internet ist, dass wir uns abhängig gemacht haben von sehr wenigen Unternehmen, die einseitig die Regeln vorgeben und wo algorithmische Entscheidungssysteme eigentlich im Hintergrund intransparent entscheiden, was wir sehen, was wir nicht sehen. Und diese Content Moderation, diese Inhalteregulierung von Plattformen wie Facebook ist ein ziemliches Problem, weil diese Plattformen marktdominant sind, beinahe Monopole haben und entscheiden, welche Realität wir wahrnehmen, welche Inhalte wir sehen und welche Inhalte wir nicht sehen. Früher lief die Diskussion, nächste Folie, darauf hinaus, dass irgendwo Content-Moderatoren saßen, die dann einfach Bilder gelöscht haben, weil sie etwas falsch eingeschätzt haben. Das ist ein berühmtes Bild aus dem Vietnamkrieg, das sogenannte Napalmmädchen, ein ikonografisches Bild, was damals zu gesellschaftlichen Diskussionen geführt hat, die zu einem Ende des Vietnamkriegs in den USA führten. Aber hier ist ein nacktes Mädchen drauf zu sehen, das sogenannte Napalmmädchen. Und Content-Moderatoren bei Facebook, die alle Bilder überprüfen, die von anderen Menschen gemeldet werden, dachten, hier handelt es sich um Kinderpornografie und haben ohne Ahnung und Wissen über den historischen Kontext dieses Bild einfach gelöscht. In diesem Fall hat die norwegische Zeitung Aftenposten vor Jahren mal eine globale Debatte ausgelöst, dass das ein Problem darstellt. Aber nächste Folie. Die letzten Jahre haben uns in der Realität gezeigt, dass wir ganz andere Probleme haben. In diesem Fall haben wir unterschätzt, welche Analysemethoden Plattformen haben, die auf Basis riesiger Datenmengen entscheiden, welche Inhalte beispielsweise durch die Timelines, durch die algorithmischen Entscheidungssysteme bevorzugt durchgelassen werden oder nicht. Wir wissen mittlerweile aufgrund von viel Forschung, dass Inhalte, die aufregen, die emotionaler sind, viel, viel häufiger geteilt werden und viel, viel häufiger in den Timelines von Facebook und Co., YouTube und so weiter angezeigt werden, als nüchterne Inhalte mit Fakten, die einen Dialog wollen und eine sinnvolle Debatte führen wollen. Das hat Despoten wie Donald Trump, aber auch viele andere Despoten weltweit in den letzten Jahren an die Macht gebracht, die diese Mechanismen, die vor allen Dingen mit algorithmischen Entscheidungssystemen zu tun haben, ausgenutzt haben. Sie haben sie bespielt. Vor allen Dingen Rechtsextreme weltweit bespielen diese Mechanismen immer noch. Und sie haben Unterstützung, nächste Folie bitte, von Unternehmen, aber auch von Plattformen, die ihre Verantwortung nicht gerecht werden, die in der Regel ihren eigenen Profit über das gesellschaftliche Wohl stellen. Wir haben Unternehmen wie Cambridge Analytica, die sehr gut rausgefunden haben, wie diese Mechanismen funktioniert haben und mit krimineller Energie anderen Akteuren, wie in diesem Fall Steve Bannon, damals als Wahlkampfmanager von Donald Trump geholfen haben, erfolgreich Kampagnen durchzuführen. Nächstes Bild. Wir haben ein großes Problem bei der Content-Moderation, auch das ist eine Debatte, die wir in den letzten Jahren geführt haben. In der Regel hat früher diese Content-Moderation auf den Müllhalden des Internets stattgefunden. Müllhalde des Internets ist so ein Begriff, der sich in der politischen Debatte geprägt hat, weil Unternehmen wie Facebook und YouTube Billigarbeiter in armen Ländern damit beschäftigen, zum Beispiel auf den Philippinen, die ganze Zeit den ganzen Müll, den Menschen in unseren Gesellschaften auf Facebook und Co. posten, sich durchzusehen und zu entscheiden, ob etwas auf den Plattformen bleibt oder nicht. Es gibt in Deutschland, nächstes Bild, den berühmten Film The Cleaners, ein Dokumentarfilm, der das Leben und die Arbeit von philippinischen Billigarbeitern sehr gut dokumentiert hat, die quasi unseren gesellschaftlichen Müll für ganz wenig Geld hinter uns herräumen müssen.
Andererseits, und das zeigte eben dieses Bild von diesem Napalm-Mädchen, sind diese Menschen auch häufig nicht in der Lage, gesellschaftliche Kontexte zu erkennen, historische Kontexte zu erkennen, aber sie helfen dabei, aus ihrem Kontext heraus künstliche Intelligenzen, algorithmische Entscheidungssysteme zu trainieren, die mittlerweile mehr und mehr automatisiert entscheiden auf diesen Plattformen, was stehen bleibt, was nicht stehen bleibt. Nächste Folie. Und die Entscheidungen sind sehr häufig für Menschen nicht nachvollziehbar. Wir sagen dann immer, naja, die künstliche Intelligenz, das algorithmische Entscheidungssystem im Hintergrund hat gewürfelt, weil warum wird der eine Hate Speech Posting bleibt stehen und andere Bedrohungen werden gelöscht? Das ist in der Regel nicht nachvollziehbar, aber die Gefahr besteht, nächste Folie, dass immer mehr automatisierte algorithmische Entscheidungssysteme die Arbeit dieser Content-Moderatoren übernehmen werden. Das ist auf der einen Seite natürlich gut, weil diese psychischen Belastungen nicht mehr von Menschen ertragen werden müssen, die diesen ganzen Mist sehen müssen, die Teile unserer Gesellschaft dort posten. Aber die künstlichen Intelligenzen, diese Entscheidungssysteme sind halt nicht so gut, als dass man sie automatisiert einfach mal alles löschen sollte, wo ein YouTube-Algorithmus, ein Facebook-Algorithmus denkt, hier gäbe es ein Problem. Nächstes Bild. Das Problem taucht aber noch an vielen anderen Baustellen auf. Wir haben in diesem Jahr sehr viel TikTok hinterher recherchiert, weil die Debatte vor allen Dingen in den letzten Jahren sich immer noch nur um Facebook, um YouTube zurecht drehte, aber TikTok mittlerweile die am schnellsten wachsende App ist. Und wir haben mit Hilfe von Whistleblowern, die als Content-Moderatoren gearbeitet haben, sehr viel darüber erfahren, wie TikTok im Hintergrund arbeitet. Und im Hintergrund, das ist ein schönes Beispiel, weil TikTok ist ja ein chinesisches Unternehmen, was in der westlichen Welt sagt, sie sind kein chinesisches Unternehmen, sie sind ein westliches Unternehmen, aber im Hintergrund chinesische Werte vertreten werden. Nächstes Beispiel. Das zeigt sich beispielsweise bei Recherchen nach dem Hongkonger Demokratieaktivisten Joshua Wong. Der postete von seinen Protesten in Hongkong die ganze Zeit auf TikTok. Wir fanden aber zu keinem Zeitpunkt seine Videos. Das heißt, im Hintergrund gab es schon Filterstrukturen, die verhindert haben, dass politische Inhalte einfach mal sichtbar werden auf TikTok. Und das ist ein großes weiteres Problem, dass wir nicht wissen, wie gehen wir damit um, welche Regeln geben wir uns als Gesellschaft mit diesen Plattformen. Diese Plattformen eigentlich in den letzten 15 Jahren groß wachsen konnten, ohne dass sie externe Regeln bekommen haben, sich ihre eigenen Regeln gesetzt haben. Nächstes Beispiel, wieder eine Katze und das nächste Beispiel. Ja, was machen wir jetzt damit? Es gibt eine ganze Menge Vorschläge in der öffentlichen Debatte. Da können wir vielleicht später noch drüber diskutieren. Ich bin dafür, automatisierte Überwachungssysteme ganz klar zu verbieten. Wir brauchen auch viel bessere Kontrollmöglichkeiten, Transparenzkriterien und Transparenzkontrollen durch Institutionen, denen wir demokratisch vertrauen können, die in der Lage sind, auch mal nachzuschauen, wie denn die Algorithmen bei TikTok, bei Facebook und Co. funktionieren, ob hier nicht Diskriminierung stattfindet, ob nicht bestimmte Inhalte zu Unrecht diskriminiert werden oder nicht. Aber vor allen Dingen brauchen wir auch, und das spielt damit zusammen, auf der einen Seite brauchen wir eine verbrauchergerechte, demokratische Kontrolle darüber, was diese Plattformen machen, aber wir brauchen auch eine Weiterbildung von uns Nutzerinnen durch die Vermittlung von Digitalkompetenzen, damit wir auch besser verstehen können, wie diese Mechanismen funktionieren. Und wir haben in Deutschland gerade das Problem, dass diese Digitalkompetenz bisher eigentlich alle dachten, die fällt irgendwie automatisch vom Himmel, wenn wir uns ein neues Smartphone kaufen und live auf Sendung gehen können mit unserem neuen Fernsehsender, der in diesem Smartphone eingebaut ist. Das tut es aber nicht. Und wir auch diese Vermittlung schon immer eigentlich ja nicht ernst genommen haben. Das zeigt sich in Deutschland vor allen Dingen an der Ausstattung von Schulen. Das sieht teilweise, ein bisschen überspitzt gesagt, noch so wie auf diesem Bild aus. Unsere Schulen in Deutschland sind größtenteils noch nicht digitalisiert. Das ist vor allen Dingen gerade in der Corona-Pandemie ein großes Problem. Homeschooling ist fast nicht möglich, weil ja Videokonferenzsysteme nicht da sind, kaum Computer da sind, die Lehrer nicht ausgebildet sind und nicht alle Schüler einen Computer haben, um von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen zu können. Nächstes Bild.
Das World Economic Forum hat mal vor Jahren eine schöne plastische Grafik aufgezeigt und 24 Skills, 24 Digitalkompetenzen aufgemalt, die eigentlich vermittelt gehören, damit man zu einem mündigen Netzbürger, einer mündigen Netzbürgerin wird. Und wie man sehen kann an diesen Sachen, es ist alles sehr sinnvoll, es ist alles sehr notwendig. Ich habe mir die meisten Sachen selbst beibringen können und so geht es halt allen Netzbürgerinnen. Niemand hat je große Programme aufgelegt, damit wir als Gesellschaft besser unterrichtet werden, wie wir damit umgehen, mit Technologien umgehen, wie wir beispielsweise auch algorithmische Entscheidungssysteme einschätzen können, wie wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, wie Realität zusammengesetzt wird, wie Plattformen funktionieren. Und das ist längst überfällig. Das kostet zwar Geld, aber auch wenn allen Politikerinnen die Medien- und Digitalkompetenz immer sehr wichtig ist, in den Haushalten findet man von der Wichtigkeit meistens nichts. Die Programme, die es in diese Richtung gibt, die sind so marginal, dass sie nicht große Teile der Gesellschaft erreichen und weiterbilden können. Eine weitere Herausforderung, die wir noch haben, ist, wir brauchen eigentlich noch viel mehr Mittel und Wege, den Schutz unserer Privatsphäre, unserer Grundrechte selbst in die Hand zu nehmen, indem wir beispielsweise E-Mails verschlüsseln, indem wir Anonymisierungsnetzwerke nutzen, indem wir unsere Datenspuren verwischen. Auch das ist eigentlich ein Teil von Digitalkompetenzvermittlung, die bisher noch nicht ernst genommen wird. Und in Verbindung mit immer mehr Überwachungsgesetzen gibt es eigentlich einen Zielkonflikt. Eigentlich soll der Staat unsere Freiheit schützen, unsere Grundrechte schützen. Andererseits haben auch Teile des Staates Interesse daran, Kriminalität zu bekämpfen, Terrorismus zu finden oder einfach nur so viel zu überwachen, wie sie können. Und solange unsere Grundrechte nicht geschützt werden gegen ausufernde Überwachung, solange müssen wir uns selbst und den Schutz unserer Grundrechte in die Hand nehmen. Das geht vor allen Dingen durch Verschlüsselung und Anonymisierungsinfrastrukturen zu einem Teil. Dafür setzen wir uns bei netzpolitik.org ein, das Ganze zu vermitteln. Und damit komme ich zu meiner letzten Folie für meinen Einstiegsvortrag. Unser Motto ist, niemals aufgeben. All diese Debatten, die ich schon seit über 20 Jahren führe, die sind immer noch erst am Anfang. Die Digitalisierung geht nicht mehr weg. Die ganzen gesellschaftlichen Debatten werden noch viel größer werden. Das heißt, wir brauchen einen langen Atem, um digitale Grundrechte dann auch zu verankern, zu schützen, zu sichern, zu verteidigen gegen diejenigen, die weniger digitale Grundrechte haben wollen. Und unser Motto ist, letzte Folie, Fight for Digital Rights. Und das war es mit meinem Einführungsvortrag. Jetzt können wir Fragen und Antworten machen. Vielen Dank. Thank you so much for your presentation. It was very thorough and a lot of examples. And now I want to maybe unwind the last part of it about the what can we do, because the cats didn't outline they helped out to ease the tension, but still there are a lot of slides that scared personally me, and I think a lot of our people who are watching us right now as well. Let's start from artificial intelligence, künstliche Intelligenz. You've mentioned the case about the gorillas when Google Pictures, they found that the people on the screen who were whose skin color was black, they were gorillas. There are a lot of other cases I read not that long ago about the coronavirus, very up-to-date case where a sanitizer dispenser didn't react, that also had artificial intelligence in it, didn't react on the black skin, so people, black people, had to put a white piece of paper beneath it so the sanitizer dispenser can give them some of sanitizer. And there are a lot of cases like that, when soap, for instance, from third world countries is not recognized as soap, but is recognized as candy. And partially it is because programmers all over the world, they're white, they're educated, of course, obviously, they come from Silicon Valley or some other prominent regions. How can we achieve this inclusive tech, inclusive artificial intelligence, when people who are programming it are not inclusive? I guess let's talk a little bit about data. How can we ensure that data is comes from different sources and is more inclusive? Ja, dieses Gorilla-Beispiel, was ich am Anfang
nannte und was du jetzt auch gerade nochmal genannt hast, das ist eigentlich ja der Startpunkt für eine gesellschaftliche globale Debatte gewesen, ob wir beispielsweise sogenannte Datasets brauchen, die eine Vielfalt der Gesellschaft abbilden, um damit diese algorithmischen Entscheidungssysteme trainieren zu können. Die Google-Entwicklerinnen hatten seinerzeit den Fehler gemacht, halt nur ihre eigenen Bilderdatenbanken zum Training der künstlichen Intelligenz heranzuziehen. Und dadurch, dass sie halt nur weiße Menschen in ihrem Umfeld hatten und auf ihren Bildern hatten, dachte dann diese künstliche Intelligenz, dass Menschen eigentlich immer nur weiß sind und alle nicht weißen Menschen halt was anderes darstellen. Hier könnte man beispielsweise durch diverse Datasets, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden, die öffentlich gefördert werden, die auch kontrollierbar sind, indem viele Menschen drauf reinschauen können und gucken können, ob tatsächlich auch alle Teile der Gesellschaft abgebildet sind, dass man ja quasi solche Datasets schafft und mehr oder weniger verpflichtend für bestimmte Zwecke deren Nutzung zum Training von solchen algorithmischen Entscheidungssystemen macht. Thank you. I have one question. Maybe it's more a question slash provocation. A lot of tools that that also can hinder the data protection, they are very helpful for businesses, for media as well, to reach out to their audiences. If they, some countries, for instance, one of your suggestion was to forbid face recognition tracking in European Union, don't you think it may be too radical and it may hinder some businesses that could and some media that could prosper in that region, and they're in competition, for instance, with other platforms all over the world? When I before this presentation, when I went to the website. Netzpolitik.org, I've seen in your shop that you also collect cookies, for instance, because it's a very convenient instrument for you to maybe target the audience once again, and of course target them with good purposes. But you warn people that you collect the cookies, but you still use this tool. So my question to sum up it is the following. Is there some other chance to not forbid, but maybe regulate? Or what is the conclusion to use those instruments, but to use them in the wise way? Is it possible? Ja, eigentlich hast du gerade mehrere Fragen gestellt. Ich versuche das mal zu verbinden. Dass unser Online-Shop, wo wir Merchandising verkaufen, Cookies hat, das ist uns ein bisschen unangenehm, aber wir verwenden in diesem Fall einen Drittanbieter, also einen Dienstleister, der diesen Shop betreibt, weil wir zu klein sind, diesen Shop selbst betreiben zu können. Und deswegen müssen wir in den sauren Apfel beißen und müssen in diesem Fall Cookies akzeptieren. Auf unserer eigenen Plattform netzpolitik.org haben wir uns aber dafür entschieden, unsere Leserinnen überhaupt nicht zu tracken. Das heißt, es gibt keine Cookies. Wir wissen auch gar nicht, wer uns liest. Wir wollen das auch gar nicht wissen. Wir können das vor allen Dingen machen, weil wir durch freiwillige Spenden unserer Leserinnen dafür finanziert werden, das zu machen. Und wir sind dadurch nicht abhängig von Werbemodellen mit intransparentem Tracking, wie sie leider die Regel im Netz sind. Und das ist ein ziemliches Problem, wenn ich auf eine normale große Medienseite in Deutschland oder sonst irgendwo auf der Welt gehe, dann gibt es im Hintergrund teilweise bis zu 100 verschiedene Werbeserver, die alle einzeln versuchen zu überwachen, wer ich bin, wo ich hingehe, mit dem Ziel, mir in Echtzeit Werbung einblenden zu können, die in Echtzeit auf Werbemärkten quasi versteigert worden sind. Hier könnte man mit klaren Gesetzen ein solches intransparentes Tracking verbieten, weil die Unternehmen wissen selbst nicht, wer welche Daten wo von ihren Kunden, von ihren Lesenden erhebt, speichert und verwendet. Und das steht eigentlich konträr zu unseren Datenschutzwerten. Das Problem ist, dass die Werbelobby und die Verlagsmedienlobby
in Deutschland, in der Europäischen Union sehr stark ist und in Verbindung mit Google und Facebook bisher in den letzten 5 Jahren verhindert hat, dass wir bessere Regeln im Rahmen der sogenannten E-Privacy-Gesetze in der Europäischen Union bekommen. Ein anderes Beispiel, was du am Anfang oder die Frage, die du am Anfang gestellt hast, zur Gesichtserkennung, ob es auch gute Anwendungszwecke geben könnte, die man sonst verbieten würde. Ich sage ganz klar, ich möchte ein Verbot von Gesichtserkennung, vor allen Dingen von automatisierter Gesichtserkennung im öffentlichen Raum haben. Das heißt, es sind noch Möglichkeiten da, wenn beispielsweise Unternehmen Zugänge statt mit einem Schlüssel mit biometrischen Gesichtserkennungssystemen machen wollen, dann hätten sie immer noch die Freiheit, selbstverständlich unter Beachtung von Arbeitnehmerrechten sowas zu machen. Aber ich möchte nicht, dass im öffentlichen Raum draußen Kameras sind, die uns alle identifizieren können, weil dann können wir uns nicht mehr frei bewegen, wenn wir unter ständiger Beobachtung stehen. Und das ist für mich eine eindeutige Grenze, wo ich quasi unsere Rechte, unsere Grundrechte von uns allen über die auch sonst legitimen Rechte und Interessen von Unternehmen stelle und einfach sage, unsere Freiheit ist wichtiger als eure Freiheit, Kapitalismus zu machen. Thanks so much. I have another question, maybe a follow-up question about the regulation. Okay, we have some issues that we need to regulate, but where is this line between over-regulating, between when governments become dictators, when they violate the people's rights, when they try to regulate too much? So when should they stop? Who is to say, is it the public discussion? Who should be involved in this discussion? How it should be decided where to stop with the regulation? Ja, also wir haben natürlich ein bisschen die Herausforderung, dass wir zu wenig Regulierung bisher haben und dann vor allen Dingen Unternehmen, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren unreguliert wachsen konnten, sich eigene Regeln gegeben haben. Nutzerinnen von Facebook, YouTube und Co. sehen das den ganzen Tag. Hier brauchen wir aber bessere Regulierung, die ja in den Grenzen arbeiten kann, die beispielsweise in Deutschland oder in der Europäischen Union durch unsere Verfassung gegeben wird. Sollte der Staat beispielsweise zu viel regulieren, dann kann jeder, seien es Unternehmen als auch Bürgerinnen, in Deutschland vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, unserem höchsten Gericht, oder vor den Europäischen Gerichtshof auf europäischer Ebene, um dort Grundsatzentscheidungen fällen zu können, ob jetzt Gesetze, ob Regulierungen zu weit gegangen sind oder nicht. Das dauert zwar ewig, aber bisher hatte ich, abgesehen von Überwachungsgesetzen, von denen es leider eine große Vielfalt gibt, nicht das Gefühl, dass irgendwelche Internetregulierungen, mit wenigen Ausnahmen abgesehen, zu weit gegangen sind, weil wir sie noch gar nicht wirklich gegangen sind und halt diese Unternehmen weitgehend regulierungsfrei gelassen haben. Thank you so much. I must say that I admire your work and I just try to play devil's advocate in order to make this discussion more interesting. One more question that I want to ask is, okay, there is GDPR in European Union that the whole world is looking up to because it's a very advanced regulation about privacy and data, personal data. But when you go out of this zone that GDPR is spread upon, then your data, even about yourself, they can be, for instance, in the United States, in Ukraine, even if you have this right for oblivion, and it will be erased, for instance, in Germany, right, and in other European countries. So my question is this digital freedom in all, in the broadest sense, is it possible or is it an utopia? Is your goal to fight for your digital rights can be
can it be achieved utterly, or is it the goal for all the generations just to try to do a little better, but never to finally reach this goal of digital freedom? Ich glaube, der Kampf für Freiheit ist ein ewiger Kampf, den wir immer führen müssen, weil wenn wir diesen Kampf aufgeben, dann enden wir in einer Welt, wo die Freiheit einfach nicht mehr existiert. Aber Freiheit ist auch nicht grenzenlos und die Grenzen setzen unsere Grundrechte, setzt unsere Verfassung. Beispielsweise darf ich nicht einfach jemanden beleidigen oder jemanden Morddrohungen schicken. Da so weit reicht zumindest in Deutschland die Meinungsfreiheit nicht. Und das finde ich auch ganz gut so, weil wenn ich jemanden bedrohe, dann für eine Meinung, die jemand geäußert hat, dann schränke ich jemand anderen durch diese Bedrohung halt auch in dem Ausdrücken seiner eigenen Meinung ein. Und ich nutze sozusagen die Meinungsfreiheit, um andere Meinungen einzuschränken. Und das halte ich für ein ziemliches Problem. Andererseits, ja, die europäische Datenschutzgesetzgebung ist führend weltweit, kann ein Vorbild auch für andere Staaten sein, aber auch alles ist noch nicht perfekt in Deutschland und in der Europäischen Union. Ich habe eben schon das Beispiel von intransparentem Tracking genannt. Das und viele andere Möglichkeiten sollten eigentlich mit der kleinen Schwester der europäischen Datenschutzgesetzgebung, der E-Privacy-Verordnung, mitgebracht werden. Beispielsweise sollte eigentlich damit auch verpflichtend werden, dass Plattformen datenschutzfreundliche Grundeinstellungen erstmal allen zur Verfügung stellen sollen oder müssen. Und diejenigen, die freizügig sein wollen, die können sich dann durchklicken und versuchen, die Facebook-Regeln zu verstehen. Im Moment ist es ja genau andersherum. Wer bei Facebook und Co. einen Account hat, macht erstmal alles frei. Und viele verstehen erstmal überhaupt gar nicht, dass sie der ganzen Welt ihre privaten Daten mitteilen und denken, sie kommunizieren nur mit Freunden und müssen dann aufwendig versuchen zu verstehen, wie man diese Datenschutzeinstellungen vornehmen kann. Hier brauchen wir ganz klar eine Verbesserung. Und das wäre auch eine sinnvolle Regulierung. Aber leider gibt es da große Lobbykräfte, die dagegen sind. Und auch die besten Datenschutzgesetze bringen leider wenig, wenn sie nicht durchgesetzt werden. Wir haben in der Europäischen Union noch das Problem, dass die Datenschutzbehörden in den Staaten für Plattformen zuständig sind, in denen die großen US-Plattformen beispielsweise ihre Firmensitze haben. Das heißt, der irische Datenschutzbeauftragte, also der Datenschutzbeauftragte in Irland, ist zuständig zur Durchsetzung meiner Rechte gegenüber Facebook, Microsoft, YouTube, Google und Co. Aber die sind nicht besonders motiviert dort, so motiviert wie unsere deutschen Datenschutzbehörden. Aber unsere deutschen Datenschutzbehörden müssen dann immer einen Brief nach Irland schreiben, damit die Iren vielleicht mal motiviert sind, mehr für unsere Rechte zu tun. Also hier bei der Durchsetzung können wir noch viel mehr tun und dafür müssen wir viel mehr kämpfen, damit unsere Datenschutzbehörden mehr Personal bekommen, mehr technisches Personal bekommen und mehr Möglichkeiten bekommen, auch tatsächlich mal zu überprüfen, ob das, was die Presseabteilung von Facebook jeden Tag erzählt, ob das auch wirklich so stimmt, weil diese Unternehmen belügen uns die ganze Zeit und geben immer nur Sachen zu, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, der Skandal in der öffentlichen Debatte ist und sie gar nicht mehr weiter leugnen können, dass sie Fehler gemacht haben. Thank you. I want to come back to the topic of our today's discussion, ethics and algorithms, and thank you for your example about the Philippine people who are watching the content, and they have several seconds actually, or maybe a little more, to decide whether that's appropriate or not. And I would like to ask, who is to write those ethics rules? Who should decide for the companies like Facebook, like Google, what is to be, like what should stay on the platform and what should not?
Of course, we know that those tech giants, they have a lot of power, but do you think also the government should step in here as well? Das ist eine schwierige Frage, die immer noch nicht ganz gelöst ist. Wo, sagen wir mal, die Basis, die aktuelle Schaffung von Regeln nicht akzeptabel ist, dass Unternehmen sich ihre eigenen Regeln setzen und die teilweise ihre eigenen Werte vertreten. US-Unternehmen haben ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit, was nicht ganz kompatibel ist mit deutscher Meinungsfreiheit. Deutsche Meinungsfreiheit muss die Menschenwürde von anderen respektieren. Das setzt unsere Verfassung voraus. Das heißt, das wichtigste deutsche Grundrecht ist der Schutz der Menschenwürde. In den USA ist es die Meinungsfreiheit. Und in den USA ist es vollkommen legitim, wenn ich andere Menschen bedrohe und beschimpfe, was ich für überhaupt nicht legitim halte. Wir haben auch das Problem, dass US-Werte häufig leicht anders sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel in Deutschland, es ist zumindest, sagen wir mal, in Ostdeutschland relativ gesellschaftlich akzeptiert, dass man nackt im Meer baden kann. Das ist Teil unserer Kultur. In den USA ist sowas sehr verpönt. Das führt dazu, dass halt auch sehr viele Bilder, zum Beispiel auf Facebook, mit weiblichen nackten Oberkörpern sofort als obszön zensiert werden, während männliche nackte Oberkörper kein Problem darstellen. Das führt auch zu vielen Problemen bei der Darstellung von klassischer Kunst. Wenn beispielsweise klassische alte griechische Statuen weibliche nackte Oberkörper zeigen, in Marmor gemeißelt, dann werden die nicht angezeigt, dann werden die automatisch gelöscht, weil eine Brust zu sehen ist, aber nur eine weibliche Brust, weil männliche Brüste sind vollkommen akzeptabel. Also diese bisherige Vorangehensweise, dass amerikanische Unternehmen nach ihren gesellschaftlichen Werten, die nicht die Werte von allen auf der Welt, von allen Gesellschaften auf der Welt sind, diese Werte aber in Gesetze, ihre eigenen Gesetze gießen, ist also sozusagen der Ist-Zustand, aber nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite versuchen dann Regierungen wie die Bundesregierung, andere Wege zu finden. In Deutschland gab es eine große Debatte um das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Plattformen wurden verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden gemeldete Inhalte zu löschen. Die 24 Straftatbestände wie Beleidigung und viele andere Sachen enthalten. Das führte dazu, und das war auch einer der Zwecke dieser Gesetzgebung, dass Facebook, YouTube und Co. viel mehr Content-Moderatoren einstellen mussten, die diese Arbeit übernehmen. Und dieser Druck führte dazu, dass sie mehr ihre Aufgaben übernehmen und tatsächlich dann auch endlich mal wenigstens ihre eigenen Regeln durchsetzen. Vorher haben sie eigentlich fast nichts durchgesetzt, weil das alles Geld kostete. Aber dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz finde ich auch noch nicht perfekt, weil es quasi diese Plattform weiterhin in die Rolle von Richtern und Staatsanwälten steckt. Das heißt, die Rechtsprechung darüber, was auf diesen Plattformen bleibt, liegt immer noch in der Hand von den Plattformen, auch wenn sie von der Bundesregierung quasi die Auflage bekommen haben, zusätzlich zu ihren eigenen Regeln, unsere Regeln auf Basis von 24 oder 20 Straftatbeständen wie Beleidigung durchsetzen zu müssen. Und die große Frage, die immer noch ungelöst ist, wie finden wir weltweit geltende Regeln, die die Menschenrechte in den Vordergrund stellen, die möglichst viel Freiheit mit sich bringen, aber auch globale Werte mit sich bringen und Regierungen quasi nicht die Möglichkeit geben, über ähnliche Gesetze wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Dissidenten vorgehen zu können, gegen Kritiker vorgehen zu können, indem beispielsweise in Staaten wie der Türkei oder in Russland oder in China halt auch Kritik an der Regierung, ähnlich wie in Deutschland Beleidigung, dann gelöscht werden muss und soll von den Plattformen. I would like to come back to the personal level. So
maybe our the people who are looking right now at this stream, they're thinking, okay, Markus said that he wanted to talk to the voice interface in the childhood, but he refused when he learned how the data is stored. He's against, at least he doesn't like the Amazon Alexa or what's Siri voice speakers in the house. Does he live in the cave or not? So Markus, can you maybe tell us about your personal habits of digital life, like what is your attitude towards notifications, to data storage? Do you have accounts on social media? Can you maybe from the perspective of the person who is very deeply involved in this topic, tell us what is the healthy daily life of the person in the internet? Das kann ich gar nicht beantworten. Also eigentlich müsste ich das Internet und alle meine technischen Geräte wegschmeißen und analog leben. Das ist natürlich, ja, ich liebe Technologie. Ich bin damit groß geworden. Ich finde Computer und all die Möglichkeiten immer noch faszinierend und ich setze mich dafür ein, dass wir datenschutzfreundliche, offene Alternativen bekommen. Das heißt, sehr viel Software, die ich einsetze, ist freie Software, Open Source Software, wo keine Hintertüren eingebaut sind, wo sehr häufig Verschlüsselung eingebaut ist. Aber natürlich muss ich auch ein Smartphone nutzen und es gibt halt eigentlich nur Android, Google oder Apple, iOS als Alternativen. Solange wir nichts Besseres haben, muss ich mich für eine entscheiden. Insofern habe ich mich eher in diesem Fall für Apple entschieden, weil Apple ein Geschäftsmodell betreibt, was zwar teurer ist für mich als Kunde, indem ich die Hardware kaufen muss, aber Apple hat nicht so viel Interesse, mich zu überwachen wie Google, die wiederum eigentlich ein Werbeunternehmen sind und möglichst viel über uns erfahren wollen und möglichst viel über Android-Nutzerinnen erfahren. Ich nutze natürlich auch Facebook, Twitter und Co., weil ich ansonsten meine Arbeit als Journalist nicht machen könnte. Ich bin auch ein bisschen Twitter-abhängig vielleicht, aber andererseits schaue ich auch immer sehr genau, was ich von mir preisgebe, was ich hochlade. Es gibt sehr wenig private Informationen von mir im Netz. Es gibt eigentlich vor allen Dingen Informationen, die meine öffentliche Person als Aktivist, als Journalist betreffen, wo ich mich für Positionen einsetze, aber wenig verrate, was ich privat mache. Und sehr häufig ist es ja, es ist ein bisschen anstrengender, nicht immer die bequemliche Variante zu nutzen, die einfach im Hintergrund mein ganzes digitales Leben ausspioniert, sondern mir Gedanken zu machen, welche Alternativen ich einsetze. Ich habe mich zum Beispiel bisher sehr erfolgreich dagegen gewendet, WhatsApp einsetzen zu müssen. Und ich gehöre zu den vielleicht 5% in Deutschland, die WhatsApp nicht nutzen. Und viele meiner Freunde geht es zum Glück genauso. Wir kommunizieren dann über Signal. Das ist eine offene, datenschutzfreundliche Messenger-Lösung, wo wir wissen, da ist die Verschlüsselung eingebaut, da steckt kein Unternehmen dahinter. Und auch wenn WhatsApp zwar Verschlüsselung eingebaut hat, so profitiert Facebook doch davon, durch unsere Kommunikation über WhatsApp zu erfahren, mit wem wir wann wo zu kommunizieren und mit diesen Datenspuren, diesen Verbindungsdaten kann Facebook viel mehr über uns erfahren, als wenn das Unternehmen auch noch gleichzeitig herausfinden müsste, was wir kommunizieren, weil mit den Daten, wo wir mit unseren Handys waren und mit wem wir kommuniziert haben, wann und wo, wen wir getroffen haben, dadurch kann man viel mehr über unsere Zukunft schon über Berechnungen feststellen, als wir uns beispielsweise Gedanken gemacht haben, was wir morgen machen werden. Facebook weiß das vielleicht schon, wenn man die ganze Zeit WhatsApp nutzt. I've heard that Facebook knows us better than our friends. Like, depends on how much you've liked and scrolled the post. It knows you better than your mom or somewhat. Thanks so much, Markus. Maybe we can leave our viewers with some homework to do. If they know German, obviously, they have to look up the Netzpolitik.org and Republika Festival. But if maybe you can give us some other advice on what to watch or to read, to deepen in the topic of digital rights and digital society.
Ja, wenn man sich generell für europäische Entwicklungen interessiert, dann kann ich European Digital Rights empfehlen, edri.org. Das ist ein Zusammenschluss sehr vieler Digital Rights Organisationen in der Europäischen Union. Da ist der Chaos Computer Club dabei, da ist Bits of Freedom aus den Niederlanden dabei, La Quadrature du Net aus Frankreich oder die Open Rights Group in Großbritannien. EDRI gibt beispielsweise alle zwei Wochen das sogenannte EDRI-Gramm heraus. Das ist ein Newsletter auf Englisch, wo ja sehr viele Geschichten über Gesetzgebungen rund um Digital Rights auf europäischer Ebene, aber auch in vielen europäischen Staaten enthalten sind. Ansonsten gibt es in vielen Ländern, mit der Ukraine kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, Organisationen, die sich für digitale Rechte einsetzen. Die kann man unterstützen, indem man ihnen Geld spendet, indem man dort mitmacht oder indem man einfach nur ihre Inhalte in sozialen Medien teilt, damit ihre Inhalte mehr Aufmerksamkeit von mehr Menschen bekommen. Und ja, man kann auch jeden Tag versuchen, eine gute Tat zu tun, jeden Menschen, den man überzeugen kann, beispielsweise Signal sich zu installieren anstelle von WhatsApp, kann einen Beitrag dazu leisten, dass wir morgen in einer besseren und datenschutzfreundlicheren Welt leben. Thank you so much for your presentation and for this discussion. It was extremely interesting to talk to you, and our take-home messages from the whole exhibition, not only from today's discussion, is that everything starts from the man in the mirror, that we can install Signal, that we can look up what data is used and what access we give to Facebook and other social media. So it's in our hands, at least to some extent, and we can regain control, as is the motto of our Data Control Center exhibition. Let's now watch this short video, the one that was supposed to be shown at the beginning, about how the exhibition took place and about some of the artifacts. And thanks again, Marcus, for your time and interesting discussion. Thank you.